Okay. Okay. Ist das nicht die Frau auf dem Pferd? Führende Hand der Gnade. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ja. Die Karte. Nutzt eure Karte, um eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung zu prüfen. Ihr könnt eure Karte mit neuen Informationen aktualisieren. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei. Okay. Hi. Oh yes. Tarnished, Darwin. Come to the lands between for the Elden Ring. Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar? Der hat sehr viel Blut an der Hand. The golden light that gives life to you, tarnished. You may also behold its golden rays pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, the path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, tarnished, to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Grace's guidance to Castle Stormvale, over on the cliff. All right. Home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. It's time you set off to Castle Storm. If you seek the Elden Ring, maidenless as you are. Look at me. Aha. Junge, 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 Junge. Was sind das da für Vögel? Wollen die mich umbringen? Hi. Oh. Hey. Sagen. Lass dich plündern. Oh, diese... Alter. Also ich weiß, mein Puls sagt das nicht. Aber ich bin gerade auf Wolke 7. Kazam! Wo kann man denn leveln, verdammte Jacke hier? Komm her! Ihr Eichhörnchen-ähnlichen Viecher. Na! Was sieht man hier? Dünne Bestienknochen. Aha. Erdenblattblume, okay. Aber das ganz dunkle Gefühl, dass der Typ da auf dem Pferd nicht nett ist. Was ist das? Herbeirufreserven. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbildnisse stoßen. Dieses Bildnis dient als Herbeirufreserven. An diesen Orten wird es euch leicht fallen, andere Spiele herbeizurufen. Ah.
Warum tue ich das? Der sieht böse aus. Go, go, get shit. Woo. Ich habe meine Waffe wieder nicht zweihändig. Ey, das Pferd kämpft ja mit. Ist ja unfair. Der Angriff war geil. Der war geil. Also ich sollte vielleicht erstmal allgemein eine Waffe finden, Dinge tun. Irgendwas. Top. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort eures Todes fallen. Falls ihr erneut sterbt, werdet ihr einen. Das ist ja bekannt. Wie levelt man denn? Jetzt mal. Kommt noch wahrscheinlich, ne? Na, der wird versucht, bis du es schaffst. Ich hab doch gar keine Waffe, die wirklich Schaden macht. Erste Regel im Souls Club, nicht sterben. Was bist du? Scharf. Ja, ja, das Spiel hat keine Level. Genau, Martin. Ich sammle diese komischen Punkte dafür. Irgendwas. Hältst du die Backen? Wow. Junge, Junge, Junge. Die Tatsache, dass der reitet und ich den nicht treffen kann, macht es nicht einfacher. Ach, dieser Angriff ist doof. Der ist so schnell. Mach mal was langsamer, mein Freund. Komm her. Komm her. Nein, zu früh gesprungen. Gold. Ist die Highscore. Ja, natürlich ist das die Highscore. Wie willst du eigentlich verkackeiern? Wir gehen mal hier lang. Es ist schon erfrischend, dass man ohne Ausdauer sprinten kann. Es ruckelt manchmal ein bisschen. Ja, ich nehme erstmal meinen Stuff mit. Oh, ich renne die ganze Zeit rum und loote nur die ganze Zeit dann. Kirche von... Da sitzt ein Weihnachtsmann. Über eure Karte könnt ihr sofort an bereits entdeckte Orte der Gnade reisen. Es gibt auch Dungeons und Orte, an denen dies nicht möglich ist. Macht Sinn. Na, Santa Claus? You're tarnished. I can see it. But I can also see that you're not after my throat.
Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. Über das Ladenmenü könnt ihr mit Runen verschiedene Objekte kaufen. Erweitert das Handwerksrepertoire. Macht es möglich, weit in die Ferne zu schauen. Duob und feindliche Rufzeichen. Er befähigt euch zur Objektherstellung. Bolzen. Pfeil. Fackel. Kettenhaube. Kettenrüstung. Kettenstulpen. Kettengamaschen. Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Flasche der wundersamen Arznei. Ruinen eines Wegpunkts. Fackel. Bestes Game Item in Game. Komm, Schaden her. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Okay, Empfehlung. If you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. Das kit costs ja a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts. Ja, ich verschieb den. You should buy a crafting essential. The kit costs but the import. What is it? I'm glad you took my warning to heart. You've made an egg. Das wollte ich natürlich jetzt nicht komplett wegklicken, aber okay. Fackel auf die zweite Hand. Für das Objektherstellungsmittel könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wenn ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Feuertopf. Findet man bei Lauffeuer und anderswo. Mit Kordel. Rova-Rosine. Füttert dies Sturmwind für eine LP-Regeneration. Sturmwind ist wahrscheinlich irgendwie ein Reittier von mir oder so. Platzieren. Erzeugt buntes Licht, das euch leitet. Vom Bad, okay. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffen mit Runen und Schmiedesteinen verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann. Macht die Fackel nicht mehr Schaden als die Keule? Junge, Junge. Schmiedestein. Plus 3 ist das Maximum. Sag ich doch, ist OP das Ding. Ja, es ist wirklich so, ne? Angriff ist halt nur. Meh. Das Vieh hat sich gerade in den Stein verballert. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen an den. Ach.
Aber wir kommen später wieder. Hallo Schäfchen. Tschüss Schäfchen. Eine Scheibe Fleisch. Lecker. Vergiss deine Seelen nicht. Die vergesse ich schon nicht. Mach dir keinen Kopf drum. Aber so wie sich das bei mir gehört, ich renne erstmal überall anders hin und dann zu meinen Seelen. Dass diese Scheibe... Dass die sich durch die Gegend rollen, ist schon eine interessante Idee. Was denn? Das ist so, ja, das hätte ich jetzt sowieso gemacht, Martin. Erstmal rausfinden, wie die gesamte Mechanik des Spiels läuft. Der Gegner da, der soll ja auch nicht bekämpft werden. Also das kann man bestimmt, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was die wollen. Also das Spiel hat so viele tolle Effekte, dass ich nur 11 Stunden aufnehmen kann. Bei 1,2 Terabyte. Da wird die Freude groß. Schwert der Getreuen. Wirklich größer ist das nicht, ne? Wenn du noch Festplatten brauchst. Aua! Lumpenfleisch. Ich habe gar nicht mehr so viel Platz im Gehäuse. Akutenshi. Einmal einer der einfachen Bosse. Naja, ich gehe mal davon aus, dass es einer der einfachen Bosse ist. Okay, das ist natürlich 1:1 goldschimmernder Code. Wir haben Kacke aufgesammelt. Heia! Zack! Einen vernünftigen Netzwerkstack? Ich habe einen vernünftigen Netzwerkstack. Ich nehme nur nicht über den auf. Auf mein NAS rendere ich direkt die Folgen drauf. Ruinenfragment. Ja, das ist ein Ruinenfragment. Macht Sinn. Ist ja auch eine Ruine. Vom nächsten Stream checkt man, ob du stabil auf 60 bist, weil das Spiel ist schlecht optimiert. Selbst mit bester Hardware sollte man die Settings was runterstellen. Nee, nicht das, sondern, sobald du irgendwas anderes drückst, zappt der so aus dem Spiel raus, dass ich nichts mehr machen kann. Okay, die Grafikkarte kann das gerade nicht lesen. Also nicht aus Steam heraus. Das machen wir gleich.
So viele Materialien. Was? Very good. Very good. Eine Pilz. Die Hainhöhle. Ja, das ist aber, glaube ich, nicht da, wo ich hin soll. Aber ich aktiviere es mal. Und dann gehe ich wieder raus. Was? Nein. Stop it. Nein. Wenn ich hier rausgehe, ist das ja wieder weg. Hoffe. Ich wollte nicht gerufen werden. Also, noch nicht. Kann ich klettern? Oh. Horizon verwöhnt, ich kann nicht mehr klettern. Fleisch. Du lässt dich damit nicht rufen, aber da stand, der Rufsymbol ist aktiv. Ach, ich kann damit rufen nur. Okay. Gibt's hier was? Gibt's hier was? Items? Item? Hey! Ob wir ein bisschen dreckig sind? Ich weiß ja nicht. Vielleicht ein bisschen. Da! 16 Stärke. Egal, ob wir es nicht effizient nutzen können. Ja, ich hab's ja schon gesehen, Martin. Ist ja okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ich mach ja schon. Bevor du hier einen Herzinfarkt kriegst. Dauert er okay. Hallo. Hallo, Schattenfrau. Hat die komische Augen? Warum zeigt die ihre Augen nicht? Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. Show me your face. Yes, show me your beautiful face. One-eyed girl. Offer you an accord. Ist das dann meine Jungfer? Have you heard of the finger maidens? Keine Ahnung, ich habe drei Finger dabei. Two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. But not fingerless. I can play the role of maiden. Turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you.
to the foot of the Erd Tree. Nee. Ja, doch, komm mit. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Ach, wir kennen uns doch noch gar nicht so lange. Use it und ein Antrag. To traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Also doch Pegasus. Treat him with respect. Shall I turn your runes to strength? Yes, please. And rest upon you. For but a moment. Share them with me. Wenn das Stufen aufsteigen, könnt ihr Runen ausgeben. Hm? Mit jedem verbesserten. Das ist ja alles, ne? Eigentlich ganz normal. Ja, wir brauchen wie viel? 673 für ein Level. Okay. Benutzt die Spektralross-Pfeife, um euer Spektralross herbeizurufen und zu reiten. Ihr könnt das nach dem Tod erneut rufen, das verbraucht jedoch eine Flasche mit Purpurtränen. Hoch zu Ross drückt ihr entweder L oder benutzt die Spektralross-Pfeife erneut, um abzusteigen. Gleich mal Damage mit der Waffe verdoppeln. Ja, vor allem, ja, wir müssen die erstmal stärker kriegen, ne? Was wir aber vor allen Dingen machen können, ist nochmal ins Hauptmenü wieder ins Spiel gehen, damit die Grafikeinstellungen übernommen werden. Und wieder zurück. Damit jeder weiß, Bandai. Meine Stärke ging 80 auf 120. Bin ich für. Parieren? Nö. Soll ich gar nicht lesen. Mache ich ja nicht. Der schlägt bestimmt Alarm, wenn er noch lebt, oder? Der hat eine Tröte. Schwelender Schmetterling. Ja. Herbar. Das war... Ich drücke einfach reflexartig die Taste und es passiert natürlich genau das, was ich nicht brauche. Au, 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 au. Komm her. Durch Schild getötet. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Hunde und Wölfe in Spielen hasse? Kacke. Das war knapp, Freunde. Was ist denn hier? Karte Limgrave des Westend.
Ah ja? Ich wollte gerade die Frage stellen, das Spiel ist nicht pausiert, wenn ich in die Karte gehe. Kann das sein? Frage war beantwortet. Okay, wir leveln nochmal. Denn wir können Level gebrauchen. Jetzt können wir die Waffe benutzen. Die braucht Stärke 16, aber dadurch, dass wir sie zweihändig benutzen, glaube ich, reduziert sich das ja ein bisschen. Echt schön, Freunde. Ist richtig hübsch. Hallo. Tot. Upsa. Okay, ich weiß, dass der schlägt Alarm. Gut zu wissen, gut zu wissen. Das lädt echt zu lange. Was macht das denn eigentlich? Das hätten wir. Das zählen wir hoffentlich nicht als parieren, weil ich ja eigentlich durch ein, eigentlich triggere ich das ja durch einen Angriff. Komm her, mein Freund. Da ist ein Angriff weiter als meiner. Wop, wop, wop. Ja, der tötet mich. Der tötet mich bei aller Liebe zu allem hier. Wie viel brauche ich denn für den nächsten? Oh! Erstmal auf 16 bringen. Wobei, wir können auch mal gucken, was hier ist. Ah, so viele Richtungen! Was ist da? Auf den Ausguck. Da ruppelt die Puppe die Kiste hier ganz kurz. Ich hab schon wieder einfach... Ich bin jetzt so aus Horizon gerade gewöhnt, Viereck zu drücken, um mich hinzuhocken. Dass ich das die ganze Zeit reflexartig mache. Das dauert erstmal wieder eine Weile, bis das aus dem Kopf raus ist.
Wir nehmen mal wieder Herb mit. Hörbar. Items. Ach, fuck. Man muss gar nicht rollen, den kann man einfach gehend ausweichen. Hat das Ding hier auch eine Kiste hinten drauf? Okay, das hier war hinten. Oh, hat es. Was habt ihr denn hier Schönes drin? Ein Flegel. Naja. Ist halt keine große Waffe, deswegen nehmen wir es nicht. Hier ist noch ein Keller. Echt eine schöne Musik. Da ist noch so ein Gnadending, das können wir aber auch mal mitnehmen. Viele Wege führen dahin, offensichtlich. Das macht sympathische Akatosh, aber schön. So slow. Da ist der Hund wieder, also der Wolf. I hate Wolfies. Okay. Wie geht's dir, Akatosh? Wie geht's dir? Ruinen von dem Tor, ist das eine Kiste? Ne, sieht nur aus wie eine Kiste. Hallo. Sehr gut. Wir haben das Wölfchen wieder platt gemacht. Da ist der Keller. Ich werde gleich pennen gehen. Was hat dich dazu gebracht, Elden Ring und nicht Horizon zu zocken? Dass wir Horizon durchgespielt haben. Gerade eben. Ja. Ist das eine Mimik? Keine Mimik. Talenten. Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um eure Waffen neue Talente zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Alle vorherigen Talente werden hierbei entfernt. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente. Einige Waffen verfügen über einzigartige Talente und können keine neuen aufnehmen. Hinzufügen von Affinitäten. Mithilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche... Ja, okay.
So könnt ihr die Angriffsaffinität der Waffe ändern, ihre Attributskalierung verstärken und vieles mehr. Sturmstampfer. Echt? Mit allen? Nein, nein, nicht mit allen Nebenquests. Wir haben die Quen-Nebenquest nicht gemacht und so ein paar kleinere nicht. Also es ging auch bei mir nicht um 100%. Tatsächlich. Aber wir haben schon viele Nebenquests gemacht. Ein Mann der halben Sachen. Bei Videospielen manchmal schon, bei anderen Dingen. Ne. Nur ich bin leider kein Mensch für. Naja, für so langweilige Nebenquests. Nicht alle Nebenquests sind wirklich spannend. Das ist leider einfach. Ja. Das ist einfach normal. Mit der Asche könnt ihr Orte der Gnade, eine Waffe, nur ein Talent haben. Das ist aber kein Nutzgegenstand, oder? Körperlich 17 plus 29, das lohnt sich doch gar nicht. Was macht denn das dann? Wegkosten 5, dann 6. Gewicht bleibt gleich. Skalierung bleibt gleich. Stärke bleibt gleich. Macht nur weniger Schaden. Die ganzen Fetch-Quests nicht. Ja, das ist richtig. Kannst du frei rein und rauspacken. Das höre ich gerne. Das war nicht das, was ich klicken wollte. Das wollte ich klicken. Ganz kurz, wie viel brauchen wir? 757. Das machen wir noch. Dann haben wir das Level hoch, also das Level 16 in Stärke. Oder Kraft, Stärke. Und dann können wir die Waffe ohne Malus benutzen. Komm her, mein Freund. Zack. Bolzen. Jede Asche gibt dir ein anderes Talent und gibt dir auch die Möglichkeit, das Scaling der Waffe zu ändern. Volleybuffer Asche. Ja gut, der Buff, den ich jetzt habe, ist ja der Buff, den die Waffe eben hatte. Also, ich verstehe ja jetzt, wie es funktioniert. Grundsätzlich. Danke. Jetzt warten wir noch, bis der wegwandert. Das Talent mit oder ohne Scaling draufpacken. Okay, dann machen wir das gleich, nachdem wir gelevelt haben. Dann sehe ich, wie es funktioniert. Schon. Na, ob ich langsam bin mit der Waffe oder ob ich langsam bin mit der Waffe. Oh, guck mal. Ein vergoldetes Schild, was wir nicht benutzen werden. Gut haben. Komm her, komm her, komm her. Und Geronimo!
Gut, dass ich nicht der Einzige bin, der nicht getroffen hat gerade. Zap, 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 zap. So, jetzt können wir die Waffe auch richtig benutzen. Kriegsasche. Ah, okay. Weil Wertig macht keinen Sinn. Wir verlieren nämlich deutlich mehr, als wir da hinten kriegen. Cool. Wertig macht das Scanning nur was besser. Glaubt, man braucht hohe Stats, damit sich das lohnt. Das kann sein. Das kann durchaus sein. Wie... Kann ich das nicht in die Schnellauswahl packen? Ah. Ach, da! Oh Gott. Okay. Jetzt hat das ein bisschen was von Dynasty Warriors. Okay. Ist gekauft. Und ich kann über die Karte direkt schnell reisen. Okay. Interessant, interessant. En garde, du Riesentübel. Dieser Pferdbash, ne? Ja. Ja. /77. Ich wollte nur mal wissen, wie viel Schaden wir jetzt machen. Also nichts. Danke. Nutzt dein Pferd. Ja. Das sieht eklig, aber geil aus. Muss man schon mal sagen. Oh, falscher Knopf. Wie das Spiel überhaupt nicht drauf klarkommt, dass ich hier gerade mache. Gibt es auch einen schweren Angriff?
Oh, jetzt gibt es. Aua. Wieder einfach mit einem Angriff. Mit einem Angriff mein Pferd vernichtet hat. Fuck, komm her. Ach, so ein Kackangriff. Ja, ich hatte mir schon gedacht, zwei Angriffe, das dauert zu lange. Würde für den auch das Pferd vorschlagen. Viele Open World Bosse sind auf Pferdkampf ausgelegt. Ah. Ernsthaft. Das Problem ist ja, sobald ich springe, springt er ja vom Pferd. Kann man auch mit nur, kann das Pferd auch springen? Hä? Ach, ich habe einfach die falsche. Na, alles okay. Dark Souls 3, 2, 1, Springtaste. Falsch. Kannst du mal den Baum in Ruhe lassen? Der hätte nichts getan, hä? Ein bisschen schlecht wird einem da ja schon, ne? Hat er sich gerade geheilt? Halt, stopp! Hat er sich gerade geheilt? Da 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 da
dass die Steuerung vom Pferd ist nicht das Problem. Es ist halt nur das Ausweichen und so, das muss man erstmal üben. Weil es ist ja nicht... Es ist ja nicht Ausweichen wie Ausweichen. Also es ist ja nun mal nicht so, dass ich so rollen kann. Ich habe ja ein Pferd, das rollt nicht. Also nicht, während ich drauf sitze. Und wenn man an ihm hängen bleibt, ne? Ist das ein Kack. Das Feld wäre einfacher für den. Das war jetzt speziell. Naja, ich weiß, dass Springen und Sprinten hilft. Das ist eine sehr gute Sache, Martin. Das weiß ich. Nur, ich habe das Gefühl, dass wieder mal das Sprinten, ich muss das im Big-Picture-Modus starten. Wenn das nicht im Big-Picture-Modus gestartet ist, Steam, dann verkackt der manchmal irgendwie die Tasten. Ich weiß nicht. Der akzeptiert die dann nicht. Der Typ sieht geil aus. Gut, wir könnten auch erstmal weiterspielen, was stärker werden und dann wiederkommen. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich damit ritt. Da muss ich mich jetzt mit anfreunden. Lock am Handy noch was. Mach das, Martin. Mach das. Mit den Reitkämpfen, das weiß ich nicht. Kann bestimmt später geil werden. Am Anfang jetzt schwierig. Vor allen Dingen in so einem komischen, verwinkelten Areal hier. Ich sag nicht, dass Reiten schwer ist. Ich sag, was für mich Dark Souls oder Souls Games ausgemacht haben, ist die Art und Weise, dass man ausweichen kann. So wie man ausweichen kann. Das hier. Auf einem Pferd ist das was ganz anderes. Das sind halt Pferdkämpfe. Das ist was anderes. Und naja. Da ist es halt wirklich nicht... Es ist halt kein klassisches Ausweichen. Das ist mehr Drive-by-Autofahren bei GTA. Du fährst dann vorbei und musst schießen. Und hoffen, dass die anderen dich nicht treffen. Ja. Ich enthalte meine Kommentare. Allein die Tatsache des Areals. Das ist so gekünstelte Schwierigkeit. Ich mag keine gekünstelte Schwierigkeit. Das ist wie bei Forbidden West. Wenn du einfach nur 20 Gegner auf einen wirfst, ist das halt auch schwer. Einfach nur, weil du 20 Gegner hast.
Ja, du kriegst halt nicht die Angriffsgeschwindigkeit rein hier unten. Der Bodycheck vom Pferd, den kannst du nicht in eine einfache Richtung ausweichen. Ja, da war der Bodycheck. Muss jetzt mal pennen. Schönen Restream noch und bis zum nächsten Mal. Alles klar, Kartosch. Ich wünsche dir eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Das waren für mich Souls Games. Auf dem Pferd rumreiten ist kein Souls Game für mich. Das ist, keine Ahnung, das haben schon ganz viele andere Spiele versucht und es war irgendwie immer